Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Konstantin May und ich bin akademischer Direktor des Hochschulinstituts CETPM. Ich stelle Ihnen heute den TPM-Instruktorkurs vor. Sie sind die richtigen Teilnehmer, wenn Sie Teamleiter, Meister oder eine Führungskraft sind, die eine exzellente TPM-Ausbildung möchte. In diesem 13-tägigen Seminar lernen Sie an realen Prozessen in einem Gastwerk, wie man TPM richtig und erfolgreich umsetzt. So sind Sie nach diesem Kurs in der Lage, TPM in Ihrem eigenen Unternehmen erfolgreich einzuführen oder weiter voranzutreiben. Sie kennen danach die wichtigsten Methoden, die wichtigsten Ansätze in den Stufen 1 bis 3 der grundlegenden TPM-Bausteine. Deswegen ist dieser Kurs auch unser beliebtestes Angebot. Das heißt, er ist viele Wochen im Voraus häufig schon ausgebucht. Also buchen Sie rechtzeitig. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich anmelden und wir Sie dann persönlich kennenlernen dürfen. Mein Name ist Benjamin Bode. Ich arbeite bei Blanco Canada und habe da die Stelle des TPM-Koordinators. Warum ich auf diese Schulung gekommen bin? Man muss erst mal Grundlagen schaffen, um es erfolgreich einzuführen. Was ich dabei neben den Werkzeugen, Methoden gelernt habe, war vor allen Dingen die Komponente der Teambildung, dass es wahnsinnig wichtig ist, zu kommunizieren, um Verbesserungen zu erreichen. Am besten gefallen hat mir die Darstellung, dass alle Teile des Unternehmens miteinander vernetzt werden und dass der Mitarbeiter wieder im Mittelpunkt steht. Das heißt, das Wissen des Mitarbeiters wird genutzt und durch alle Abteilungen getragen, um eine stetige Verbesserung herbeizuführen. Wichtig ist, dass man, vor allem wenn man in der Konkurrenz mit Ländern steht, in denen billiger produziert wird aufgrund geringerer Lohnkosten und Materialkosten, ist, dass man seine eigenen Prozesse effektiver und effizienter gestalten muss, um im internationalen Wettbewerb standzuhalten. Checker! Checker!